Hier bin ich wieder, zurück in Deutschland. Dritten Tag wieder aus Thailand zurück und habe mich schon richtig tapfer an die hiesigen Temperaturen gewöhnt. Ja, ich habe euch ja versprochen, mich wöchentlich bei euch zu melden, auch wenn es diesmal ein bisschen eng wurde. Wir haben Sonntagnachmittag schon. Ich möchte unbedingt das Video heute noch einstellen, aber dieses Wochenende stand ganz im Zeichen von Dads 90. Geburtstag. Und da könnt ihr euch vorstellen, was hier so los war. Ja, nichtsdestotrotz starten wir jetzt mal mit der dritten Folge unseres kleinen Heldenclubs. Und bevor ich irgendwas anderes sage, sage ich erstmal ein recht herzliches Dankeschön an alle, die mir bislang geschrieben haben, mich unterstützt haben, mir wunderbare Sachen geschrieben haben, so wie der Mike zum Beispiel, der hier schrieb, Mann, das ist ja ein Hammerding, und mich dann werbetechnisch unterstützen will. Schönen Dank, Mike. Oder die Anna, die von einer wunderbaren Idee sprach und sofort diese Idee auch auf Facebook weitergepostet hat. Claudia, die erste, die sich getraut hat, im Blog etwas unterzubringen, in dem ja noch vorläufigen Blog, denn an dem richtigen Blog auf der kleineheldenclub.de Seite, da arbeite ich noch dran. Bruno spricht von einer sensationellen Idee, da bin ich doch glatt dabei. Dankeschön, Bruno, und auch einen wunderbaren Vorschlag hast du mir da gemacht. Stimmt, ich habe da, wo habe ich sie? Da ist sie. Die CD Thun. Einige von euch, ich hoffe viele von euch, haben sie bereits. Da ist ein Titel drauf, der heißt Carpe Diem, und Bruno meinte, ich sollte doch diesen Titel mal einfach auf die Facebook-Seite stellen. Mache ich doch gerne. Soweit ich weiß, kann man keine Audio-Files einstellen, aber man kann Videos einstellen. Und ich habe ein Video gefunden, habe ein bisschen auf meiner Festplatte rumgekramt und da ist tatsächlich was bei. Ich habe mal hier eine Live-Aufnahme gemacht mit Katja K. im Oldenburger Kanal im O1. Und mal sehen, vielleicht mische ich das Ganze mit ein paar Impressionen von Thailand noch zusammen und hänge es einfach hier an das Video an. Vielleicht mache ich auch einen eigenen Clip davon. Ich schaue mal. Auf jeden Fall, Bruno, danke dir für diese wunderbare Anregung. Ja, wo stehen wir? Am Anfang. Bei mir dreht sich im Augenblick alles noch eher so um Sachen wie Photoshop, Final Cut, HTML, viralen Marketing, Blog, Facebook, Twitter und naja, halt Marketing. Wir wollen versuchen, oder ich versuche gerade, unseren Club zu erweitern. Es sind einige neue Mitglieder drin, also wir wachsen. Danke auch an die Kollegen, die angeboten haben, mich zu unterstützen, also Musikerkollegen, Bandkollegen. Das fand ich ganz, ganz lieb, wie einer mir schrieb, Mensch, komm doch bei mir vorbei, ich habe ein Video- und Audiostudio, dann können wir das Ganze technisch ein bisschen aufmotzen hier, also ein bisschen mit Hall und mit Effekten und mit Equalizer und so weiter. Also ich werde bestimmt auf dich zurückkommen, lieber Mike. Haben wir noch einen Mike? Guck mal, schon zwei Mikes. Und werden mir ein paar Tipps abholen, was hier so Beleuchtung etc. betrifft. Aber was die Audiosache angeht, da habe ich meine eigene Vorstellung. Meine Philosophie dabei ist, dass man aus einem mittelmäßigen Song mit Hilfe von viel Technik einen sehr akzeptablen Song machen kann. Ich aber keine mittelmäßigen Songs auf meiner CD haben möchte, sondern ich möchte gute Songs haben. Und ein guter Song zeichnet sich dadurch aus, dass man ihn ohne Technik, ich habe hier nichts dran, ich habe ein einziges Mikrofon, ich muss mir die Gitarre und meine Stimme jetzt über ein Mikrofon teilen, dass ein guter Song daran erkannt werden kann, dass er mit diesen einfachen Mitteln schon eine Wirkung erzielt. Und wenn ihr mir rückmeldet, das, was ich euch im Laufe der nächsten Videos so vorstellen werde, wenn ihr mir rückmeldet, dass das eine Wirkung ist, dann machen wir aus diesem guten Song einen sehr guten Song, indem wir ihn richtig toll arrangieren, indem die Musiker ihre Ideen da noch mit einbringen, indem wir dann natürlich im Studio sind und mit Chören arbeiten, mit Duettstimmen etc. und da so ein richtig schönes Ding draus machen. Also, was ich möchte, hier in dieser kleinen Helden-Videoserie möchte ich gerne 1:1 nackt, unplugged, vor euch treten. Nur Gitarre und ich, ohne Technik. Es sei denn, ihr wollt es anders, dann schreibt es mir einfach.
Dann soll es jetzt gehen um magische Momente. Die Hannelore schrieb mir heute noch auf Facebook, wann geht's denn richtig los? Hannelore, jetzt! Das heißt, jetzt kommt eure erste, ich sag mal, Hausaufgabe. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Als ich in Bangkok aus dem Flieger ging, ne, der Moment, wo die Tür so aufging, da kam mir wusch so ein Hitzeschwall entgegen. Und ich habe sofort gedacht, oh, ist das magisch. Und auf dem Weg dann runter zur Küste habe ich darüber nachgedacht und dachte an magische Momente und dachte, magische Momente ist ein toller Songtitel. Und dann kam mir sofort die Idee, das ist doch eine gute Gelegenheit, eure Empfindungen in den Song einzubringen. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe den Song fertig geschrieben, sondern das Einzige, was ich habe, ist eine Refrain-Idee. Weil meine magischen Momente müssen nicht unbedingt eure magischen Momente sein. Also jeder hat da so seine eigenen. Neben diesem Hitzeschwall, den ich so gerne habe, ob es in Houston, Texas oder ob es in Bangkok oder wo auch immer ist, ist so ein magischer Moment, nachts aufzuwachen und eine Songidee zu haben. Ich meine jetzt mit den magischen Momenten noch nicht unbedingt diese ganz großartigen Sachen, die so einmalig sind, Geburt eines Kindes oder was auch immer, sondern die Kleinigkeiten, die wir Tag für Tag erleben. Also ein magischer Moment kann zum Beispiel sein, eine Berührung, ein tröstendes Wort, eine Versöhnung, ein Lächeln, der Duft von Kaffee, was auch immer. Ich möchte gerne, dass ihr mir schreibt, erstens, was sind für euch magische Momente? Und zweitens, was genau empfindet ihr dabei? Und ich werde dann versuchen, diese Empfindungen und das, was ihr als magische Momente empfindet, in diesen Song einzuarbeiten. Okay, wie gesagt, nur eine Refrainstruktur. Das ist bislang alles, was von diesem Song existiert. Magische Momente. Diese magischen Momente spürst du sie nicht auch? Sanfte Glücksgefühle, wenn's kribbelt tief im Bauch, es dir fast den Atem nimmt, wenn du nur daran denkst. Magische Momente, die dir das Leben schenkt. Ja, das war's. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es kommt auch so rüber, wie ich es mir vorstelle. Und vielleicht findet ihr eure Ideen, eure Empfindungen in dem Song wieder, wenn ich ihn jetzt peu à peu entwickle. Also schreibt mir entweder an umhoering@usa.net oder auf den Ersatzblog, der gerade noch existiert, auf Facebook. Und ja, in der nächsten Woche gehe ich dann mal an die Internetseite bei und versuche dort den Blog dann fertigzustellen, die ganze Seite fertigzustellen, und dann können wir die für zukünftige Austausche benutzen. Ja, soweit für heute. Ich gehe jetzt ein bisschen ans Videoschnibbeln und werde die Idee von Bruno aufgreifen, werde noch ein bisschen Carpe Diem hier ranhängen und, PS, da fällt mir was ein. Einen kleinen magischen Moment, den ich jedes Jahr erlebe, wenn ich in Thailand bin, den hänge ich euch noch eben ran, nämlich Thammonsak, das ist der Besitzer meines Lieblingsrestaurants und der macht einen fantastischen Irish Coffee. Im Video erzähle ich was von Irish Whiskey, vergesst es einfach, Irish Coffee. Schaut euch mal an, wie er es macht, und wie gesagt, danach ein bisschen Carpe Diem und wir sehen uns dann wieder, ich denke mal nächstes Wochenende. Vielleicht schreibt ihr mir mal, ob ihr es lieber am Samstag oder lieber am Sonntag haben wollt, welcher Tag soll der kleine Heldentag werden. Ich kann es vermutlich nicht immer einhalten, wenn ich am Wochenende mal Musik mache. Dann wird es der Sonntag eher, wenn nicht, dann wird es vielleicht der Samstag, wie auch immer. Auf jeden Fall, tschüss mit den magischen Momenten, die jetzt noch kommen, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Okay, ciao. Okay, liebe Leute, viele Grüße hier aus dem Sea Falcon, meinem Lieblingsrestaurant hier in Jomtien, Thailand, wo ich schon Tonnen von Gambas verdrückt habe. Das Rauschen, was ihr da im Hintergrund hört, das ist das Meer, was hier direkt an die Veranda ranplatscht. Und das hier ist Thammonsak,
Das ist der Inhaber vom Sea Falcon, wir kennen uns seit über 10 Jahren jetzt. Und wenn ihr glaubt, dass der beste Irish Whisky in Paris, London oder Rom oder so gemacht wird, dann irrt ihr euch. Den macht euch Kammersack. Er zeigt euch jetzt mal, wie es funktioniert. Immer wenn er seinen Hut aufsetzt, dann wird es spannend. Das Wunderwerk ist fertig und ich werde es jetzt genießen. Du setzt dir jeden Morgen eine andere Brille auf und siehst die Welt mal kunterbunt, mal nüchtern, trist und grau. Wie du sie auch siehst, die Welt kann nichts dafür, es liegt allein an dir. Was du aus deinem Leben machst, ist das Einzige, was zählt. Spiel deine Rolle gut, du hast sie selbst gewählt. Die Kraft deiner Gedanken ist der Schlüssel dafür. Eröffnet jede Tür. Oh, oh, ey, oh, carpe diem, nutze diesen Tag, er kommt nie mehr. Noch wie eine Rose riecht. Kennst du den Zauber, der im Sonnenaufgang liegt? Jetzt und hier, es ist wie es ist. Ich wünsch dir, dass du das nie vergisst. Leb jetzt. Oh, oh, ey, oh, carpe diem, nutze diesen Tag, er kommt nie mehr. Eine Vision. Nur in diesem Augenblick kannst du wirklich etwas tun. Wenn nicht du, wer dann? Wenn nicht jetzt, sag mir wann.